sie kann gar nicht altern. Obwohl sie in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bühnenjubiläum feiert und gerade Oma geworden ist, da gibt es eine ganze Menge zu besprechen. Und einen neuen Song gibt es auch noch, nicht zu vergessen, dass sie sich schon lange sehr sozial engagiert und gerade in diesen politischen Zeiten weiterhilft. Das wird eine richtig spannende halbe Stunde. Hör ich da gerade jemand flüstern? Wir Frauen sollten artig sein. Großartig und einzigartig ist sie, diese Claudia Jung. Und ihre Lieder treffen schlagartig ins Herz. Alles andere als eigenartig, dass sich die Grande Dame des deutschen Schlagers seit nunmehr 35 Jahren im Showgeschäft behauptet. Und weil ich weiß, ich kann mich nicht wehren, das sind nicht dumme Signale. Dass diese Bilder 3 Jahrzehnte alt sind, erkennt man höchstens an der Frisur. Als die gelernte Arzthelferin Ute zur Schlagersängerin Claudia wird, ist sie Anfang 20. Mitte der 80er der Durchbruch. Und seitdem gibt es eigentlich keine Schlagerparty ohne sie. Und weil ein Multitalent wie Frau Jung mit bloßem Singen heillos unterfordert wäre, lebt sie all ihre Fähigkeiten und Leidenschaften aus. Als Schauspielerin vor der Kamera oder auf dem Pferd. Und insgesamt 18 Jahre in der Kommunal- und Landespolitik ihrer Wahlheimat Oberbayern. Von wegen, Schlagersängerinnen hätten nichts zu sagen. Wer diesem Glauben nachhängt, also der liegt wirklich falsch. Heute engagiert sie sich ohne Parteistempel ehrenamtlich für soziale Projekte. Am liebsten in der Kombination Kinder und Tiere, wie auf dem Pauli-Hof für traumatisierte Kinder in Bernbach. Ich brauche keinen Shampoos und keinen Psychiater. Alles, was ich brauche, bist du. Showbusiness, Politik, Familie. Wenn sich Claudia Jung zwischen alledem entscheiden müsste, würden immer ihre Herzensmenschen und Tiere zu Hause gewinnen. Mit ihrem Mann und Produzenten feiert sie in diesem Jahr Silberhochzeit. Ihre Tochter Anna hat sie gerade zur Oma gemacht. Aus dem Weg. Bühne frei für die Frau, die mit Bohrhammer und Kettensäge genauso gut umgehen kann wie mit dem Mikrofon. Und jetzt ist sie wieder bei uns. Ich freue mich sehr und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn man das beobachtet und noch mal genau anschaut, was da so in vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, alles geleistet wurde, weiß ich nicht, wo man anfangen soll. Gibt es denn eine Lieblingsbeschäftigung? Singen, Schauspielen, quasi Tierpflegerin zu Hause mit ganz vielen Tieren? 50 habe ich gelesen. Jetzt so viel Oma, sind's nicht mehr, also dann auch immer noch engagiert, sozial und ehrenamtlich. Also gibt es so ein Lieblings Beschäftigung? Na, am liebsten alles nacheinander. Alles braucht seine Zeit, nicht alles auf einmal. Aber man kann sich kaum vorstellen, dass das alles irgendwie in eine Woche so reinpasst. Das klingt nach ordentlich. Klingt nach ganz schön viel. Ne? Klingt nach ganz schön viel. Ist es manchmal auch. Also es ist schon so, dass ich manchmal so ein bisschen ins Rudern gerate und mir dann immer denke, Mensch, komm, ne, geh mal einen Gang zurück. Weil man will ja auch nicht hudeln. Also ist alles nur so halbgar. Ich will immer mit ganzem Herzen dabei sein und mich da irgendwo ausleben. Und da spricht dann manchmal der Terminkalender eine andere Sprache. Sag dann, hey, das geht jetzt nicht. Dann fangen wir doch vielleicht mal am Lieblingsort an, zu Hause. In der Hängematte. In der Hängematte. Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass Sie sagen, wenn Sie zu Hause sind, wollen Sie voll und ganz zu Hause sein. Und dann sind Sie auch voll und ganz die Mama, jetzt Oma, Hausfrau und die, ja, am Ende auch Tierwirtin mit über 50 Tieren. Was sind da eigentlich alles für Tiere dabei? Die sind schon lange nicht mehr über 50. Also die haben, natürlich sind die auch alle älter geworden und haben größtenteils schon das Zeitliche gesegnet. Aktuell sind es 19, aber es ist ja immer noch eine Menge. Ich wollte gerade sagen, also, die wollen ja auch alle gefüttert werden. Genau. Wie viele von denen leben denn direkt mit im Haus? Direkt mit im Haus eigentlich nur die 2 Hunde und die 4 Katzen. Okay, die dürfen dann natürlich aber auch überall hin, auf Couch, ins Bett, überall. Darf man gar nicht so laut sagen eigentlich. Ne? Och, das muss ja jeder für sich entscheiden. Ich muss sagen, auch so gerade, was die Hunde angeht, oder nein, Katzen sowieso, man wird ja nicht gefragt. Also die dulden einen ja nur als Mitbewohner. Also eben. Und jetzt die neue Rolle, die Oma-Rolle. Die Oma? Ja, die Sie aber ja ganz nah erleben können, denn Ihre Tochter wohnt noch mit bei Ihnen auf dem Hof? Die wohnen mit samt meinem, also unserem Schwiegersohn mit bei uns im Haus sozusagen, aber nicht alle in einer Wohnung. Sozusagen. Die haben schon ihre eigene Wohnung, haben ihren eigenen Teil, also die eigene Haushälfte. Und wir
ältere Generation, wie das jetzt klingt, auf der anderen Haushälfte. Aber das war immer so mein Traum, dass ich gedacht habe, so mindestens 3 Generationen unter einem Dach, das hat schon was, finde ich gut. Das ist jetzt einmal Haken dran, ja. 3-Generationen-Hof, das ist jetzt so. Was ist denn anders? Sie waren damals schon unglaublich viel unterwegs mit der Tochter noch in klein. Ich habe gelesen, Isabel Varell hat auch unter dem Post geantwortet, als sie geschrieben haben, dass sie Oma geworden sind, dass sie sich noch erinnert, wie sie mit ihrer Tochter unterwegs waren auf Tour. Jetzt als Oma immer noch schwer unterwegs, aber was ist denn anders vielleicht jetzt? Naja, jetzt kann ich einfach meinen Job machen, also meinem liebsten Hobby nachgehen, ohne auf die komplette Familie Rücksicht nehmen zu müssen. Also jetzt schleppe ich meinen Mann mit, wenn es irgendwie geht. Das genießt man dann auch nach so einer langen Zeit. Also wir mussten ja immer irgendwie jonglieren. Es musste immer mein Mann zu Hause bleiben, was er als Musikproduzent ja einfacher konnte als ich, als Sängerin. Also die Leute hätten sonst zu uns kommen müssen. Ich glaube, das wäre dann doch etwas überstrapaziert gewesen. Und wie ich eben, man kann halt einfach, man kann auch wieder abgeben. Aber ich so für meinen Geschmack muss sagen, ich würde meinen Enkel gerne noch viel mehr sehen und betüddeln irgendwo. Aber meine Tochter, die passt da auf. Ich finde ja auch immer, Oma-Zeit ist super. Ich habe das immer sehr genossen. Da darf man machen, was man will. Jetzt ist das Mädchen noch klein, aber die wird das sehr genießen, wenn sie dann ein bisschen älter ist. Und da bleibt natürlich viel Zeit jetzt oder ein bisschen mehr Zeit als Mama für das liebste Hobby, wie Sie es gerade gesagt haben. Genau. Und da gibt es auch jetzt was Neues, 35-jähriges Bühnenjubiläum. Ja. Wenn man das dann selber so liest und sagt, wie fühlt sich das denn an? Na, genauso komisch eigentlich wie das Oma-Werden in dem Moment, weil man ja immer denkt, hey, das war doch erst gestern. Ich kann mich erinnern, als ich die erste Tournee gemacht habe, mit unserer Tochter im Gepäck, die dann mit dabei war. Das fühlt sich für mich einfach so an, als wäre das im Prinzip gerade erst ein paar Jahre her. Und dann zu erleben, dass so das, wie wir immer sagen, wenn das unser Baby ein Baby hat, ist so ein Huch. Ja, also und von daher auch so dieses Rückblickende, viele schöne Momente, an die man sich erinnert, Gott sei Dank, die nicht so schönen Momente, die verdrängt man, wie das gerne so ist im Leben. Also, aber mir kommt es wirklich nicht vor wie 35 Jahre. Und pünktlich dazu gibt es jetzt einen neuen Song und dann auch ein neues Album. Ja, also Anfang Juli kommt dann das Album. Eigentlich wollten wir ja schon vor 2 Jahren raus, aber dann kam Corona, machte so ein bisschen den Strich durch die Rechnung. Und das ist dann gefährlich, wenn man so ein Produkt dann nicht loslässt und die Chance hat, überall noch mal reinzuhören. Das glaube ich. Ach, hier haben wir noch einen Song, der würde doch auch ganz schön passen. Ach, machen wir den halt auch noch. Man fängt schon wieder an, etwas zu bearbeiten, was man eigentlich schon fast hätte loslassen wollen. Und es muss halt immer alles passen. Und ich bin so jemand, ich bin da sehr, ich sage, sehr vintage. Also ich muss rausgehen zu den Leuten. Ich will meine Autogrammstunden machen. Ich will in die Sender fahren und die Redaktionen besuchen mit der neuen CD. Und mag mich dann nicht nur auf dieses Online und aufs Telefon beschränken. Das ist für mich einfach, es fühlt sich dann nicht richtig an. Aber zum Glück kann sich's ja jetzt langsam, allmählich, vorsichtig wieder besser anfühlen. Man kommt wieder raus, man darf wieder zu den Leuten. Sie dürfen heute hier sein. Und wir schauen natürlich rein in diesen neuen Song und das abgefahrene Video dazu. Gleich 4 Uhr morgen, das Hotel ist still. Doch in mir ist so vieles, was nicht schlafen will. Es fing so harmlos an. Ein bisschen Smalltalk, ein paar Drinks und dann stelltest du dein Handy heimlich aus und ich hab so getan, als bemerkt ich's nicht. Wir saßen ewig da. Auf einmal merkten wir, wie spät es war.
Das ist der neue Song Tür an Tür. Ja. Wenn man so viele Jahre Musik macht, woher nimmt man denn dann die Ideen? Ich habe gelesen, dass Sie sagen, dass das Leben um einen rum eigentlich unglaublich viel bietet, woraus man sich Stoff ziehen kann. Absolut. Woraus ziehen Sie sich den? Absolut. Entweder aus Dingen, die ich selber erlebe, aus Dingen, die ich beobachte. Ich bin auch ein sehr neugieriger Mensch. Also ich erwische mich doch oft dabei, wenn ich Zeit habe, einfach da zu sitzen und zu beobachten, was geschieht um mich herum, Augen und Ohren offen. Und da gibt es eine Menge Stoff für Geschichten. Auf jeden Fall. Deswegen gibt es auch immer wieder neue Alben. Das ist auch gut so. Ein neues Album gibt es also heute zumindest noch nicht. Das kommt ja erst Anfang Juli. Aber trotzdem, für die, mit denen wir gleich hier telefonieren, hat Claudia Jung etwas mitgebracht, nämlich diese besondere Weinflasche. Was hat es denn damit auf sich, Claudia? Mit diesem Wein, also es ist, muss ich gleich sagen, es ist wirklich eine limitierte Edition. Es gibt nur 1000 Stück von diesen Flaschen, die ich alle handsignieren werde. Mhm. Und es ist ein Müller-Thurgau, also ein Weißwein. Und der wurde also zur Reifung im Betonei mit Claudia Jung Musik beschallt. Also der Winzer, der das macht, der sich das ausgedacht hat, der hat im vergangenen Jahr schon einen Rockwein und einen Classic-Wein gemacht. Und da war ich auch sehr skeptisch. Ich habe das probiert und habe gedacht, im Leben, das ist doch, es geht nicht, dass das anders schmeckt. Es schmeckt tatsächlich anders. Also selbst Blindverkostung, also war ich so auf den Klassikfaden unterwegs. Ich fand den Klassikwein besser als den Rockwein. Und in diesem Jahr gibt's halt Jazz und Schlager. Und der Schlagerwein, der wurde halt ordentlich beschallt während der Reifung mit meiner Musik. Und ist das, was dabei rausgekommen ist. Finde ich eine total verrückte Geschichte, denn wir hatten vor 2 Tagen, hat die Jeanette Eger uns erzählt aus Sachsen-Anhalt, dass es da auch einen neuen Versuch gibt, mit klassischer Musik da den Wein zu beschallen. Und ich habe mich wirklich gefragt, ob man das schmeckt. Ja, ich konnte mir das nicht vorstellen, aber ich habe mich dann überzeugen lassen. Also es klingt verrückt. Das heißt, der Wein, der lebt am Ende doch und fühlt es halt. Ja? Ja. Auf jeden Fall gibt es den Wein also für die Menschen, die hier zu uns ins Studio kommen, so wie Frau Koch. Hallo, Frau Koch. Ja, hallo. Ganz herzliche Grüße aus dem Norden der Republik nach Leipzig ins MDR um 4 Studio. Ja, vielen Dank. Ja, liebe Claudia, ich hätte ganz gerne gewusst, ob welche Musik Sie privat besonders gerne hören und ob Sie ein Musikinstrument spielen. Das hat mich erwischt. Ich habe als Kind angefangen, so meine erste Begegnung war tatsächlich mit der Blockflöte. Der Klassiker. Nicht schön. Da hatte ich auch nicht so viel Freude dran. Ich habe dann Gitarre gelernt. Und habe die aber dann irgendwann mal zugunsten meiner Fingernägel wieder aufgegeben. Ich lasse dann auf der Bühne lieber andere für mich spielen. Aber so ein bisschen kann ich das schon noch. Bin zwar etwas außer Übung, aber ja. Und privat höre ich natürlich auch Schlager. Das ist jetzt kein Schmäh. Aber ich wechsle immer ganz gerne durch die Sender, um so zu hören, was da so läuft. Und ich bin auch ein großer Country-Fan. Und manchmal auch Klassik. Ah, okay. Ja. Dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen weiterhin alles, alles Gute und viel Freude mit Ihrer Enkelin. Vielen lieben Dank. Danke und beste Grüße an die Küste. Danke. Dankeschön. Tschüss. Wahrscheinlich lässt man sich ja auch Schlager hin, Schlager her, trotzdem natürlich auch von anderen Richtungen beeinflussen. Ne? Also das, man hört einfach so ein bisschen rein und überall fließt dann so ein bisschen was ein. Auf jeden Fall. Also ich mal gerade durch die Country-Musik auch, ich bin so ein Fan von Pedal Steel, diese schönen... zieht sich immer so schön. Es hat immer so ein bisschen was wie Kaugummi. Und das erwärmt mir einfach das Herz. Und das ist mittlerweile schon so ein Running Gag bei uns im Studio, wenn ich mir dann die Mischung anhöre, die fertige, und dann meinen Mann immer frage, und was ist mit Pedal Steel? Also, man sieht, da lässt man immer mal so ein bisschen die Ohren einfach offen. Das ist ja auch gut so. Und wir fragen direkt mal Frau Metzner, was sie denn wissen möchte. Hallo, Frau Metzner. Hallo. Claudia, hier ist Marlies aus Thüringen. Hallo Marlies. Hallo, grüß dich. Ich wollte von dir wissen, ob du am Samstag Tür an Tür bitte singst. Ach, natürlich singe ich am Samstag, wenn du super. Kommst. Wir sind schon ganz verrückt hier. Wir fahren morgen los. Das ist schön, das freut mich sehr. Ist natürlich mit dabei. Ja, das freut mich. Ansonsten gute Fahrt bis dorthin. Dankeschön, euch auch. Ja, danke und wir sehen uns. Prima, ich freue mich. Bis dann. Ich freue mich auch. Hätten wir das ja zügig geklärt. Vielen Dank, Frau Metzner. Der Wein kommt auch zu Ihnen. So, und am Samstag gibt es also das neue Lied. Wir wollen mal noch so ein bisschen reingucken. Sie haben ja nicht immer nur alleine auf der Bühne gestanden, sondern auch viel sich eben mal ein bisschen ausprobiert, mal hier und mal da. Mhm. Und wir haben mal so ein paar Duettpartner rausgesucht. Da waren einige dabei. Wenn wir
wir heute Abend tanzen gehen, wenn wir uns in die Augen sehen beim Rendezvous. Dann schau mich an und hör mir zu, wenn ich dir sage, Darling, oh, I love you. Es geht nicht vorbei, das bleibt ganz bestimmt. Deine Liebe gibt mir wieder, was die Zeit. Trooper lights are gonna find me shining like the sun. Super-pa. Smiling, having fun, feeling like a number one. Ja, sogar der große Peter Imhof war schon dabei. Ja. Aber jetzt haben wir eine Aufgabe. Ja. Ganz alleine. Singen. Ganz alleine das singen. Das ist jetzt nichts Unbekanntes. Das ist eigentlich mein täglich Brot, ja. Ja, eben. Wir hören mal in den Titel rein, der es sein wird. Mhm. Vernünftig ist es, haben wir uns ausgesucht. Okay. Ich hoffe, Sie sind noch textsicher. Ich denke schon. Wie ist das mit den eigenen Texten? Also ich habe ja schon mal hier und da mitbekommen, dass nicht alle Künstlerinnen und Künstler ihre Texte selbst können. Obwohl die Fans sie alle können. Ich glaube, das ist eine Geschichte, dass man einfach, der Kopf ist einfach irgendwann voll. Ja. Da passt dann nicht mehr so viel rein. Ich persönlich muss immer sagen, in den meisten Fällen, gerade so die alten Songs, ob das jetzt Je t'aime mon amour ist oder Stumme Signale. Also ich glaube schon, dass man mich irgendwie nachts aus dem Schlaf anpieken kann. Ja, ne? Ich kann das gleich mitsingen. Problematischer wird es bei den neueren Sachen, weil da ist einfach nicht mehr so viel Platz im Hirn, glaube ich, mit zunehmendem Alter. Kann ich mir gut vorstellen. Sind ja auch genügend Songs. Vernünftig klingt so. Jetzt vielleicht eine nicht ganz vernünftige Karaoke. Eine Karaoke? Ja. Und wie sieht das aus jetzt? Wir gehen dafür jetzt hier rüber. Okay. Da ist auch schon ein Mikrofon aufgestellt. Ich hab auch gelesen, also so ein Mikrofon führt automatisch schon dazu, dass Claudia anfängt zu singen normalerweise, hat sie mal gesagt, genau so. Und wir spielen den Song in der Karaoke-Version ab und hätten dann gerne, dass in so einer jeweiligen Stimmung gesungen wird. Die Stimmung steht gleich hier drauf. Okay. Und dann sind wir mal gespannt, wie das klingt, wenn die Karaoke so gesungen wird. Okay, dann schauen wir mal. Ich bin gespannt. Alle haben alles verstanden? Dann geht's jetzt los. Der Song geht erstmal normal los. Soll ich ihn noch treffen heute Nacht? Du sagst einfach, bleib doch hart. Doch ich hab keine Wahl. Auch wenn du sagst, ich wäre dumm und mich dauernd fragst, warum, ich liebe ihn nun mal. Nein, wenn es nicht vernünftig ist, ich kann mich nicht dagegen wehren. Mein Herz entscheidet sich. Ich kann mich nicht mehr wehren. Ich halte das nicht aus. Diesmal bleibst du hart, ich geb doch immer nach. Ich glaube, das war das beste Karaoke, was ich jemals erlebt habe. Vielen, vielen Dank dafür, dass Sie das einfach mitgemacht haben. Wie fies, ne? Ja? Wie fies, aber lustig, mit Zeitdruck wirklich. Ja, wir haben ja auch ein bisschen Zeitdruck, ne? Zeigt mir schon, dass der Zug wieder zurückfährt. Ja, wir setzen uns aber einfach noch mal kurz. Dafür haben Sie noch Zeit, ne? Ah, natürlich. Ja, ich denke auch. Das hat Spaß gemacht. So, und zum wieder runterkommen telefonieren wir einfach noch mal eine Runde, nämlich mit Frau Döring. Hallo, Frau Döring. Hallo, ihr zwei.
Hallöchen. Hallo. Hallo. Ja, ich hätte gerne mal eine Frage an die Claudia. Und los. Und zwar, wenn Sie nochmal geboren werden, würden Sie das alles genauso machen, wie Sie es in Ihrer Karriere gemacht haben? Und wie halten Sie sich so schön jung? Und was mir auf den Nägeln brennt, haben Sie noch Kontakt zu Richard Kleidermann? Das waren ja jetzt genau genommen 3 Fragen. Ja, das waren einmal, genau. Oder? Wenn ich ja, das dauert ja ein bisschen, da esse ich so lange mal Schokolade. Ja. Also, fang mal hinten an, das konnte ich mir jetzt besser merken. Kontakt zu Richard habe ich selten, aber immer mal wieder. Wir haben auch gerade erst im letzten Jahr gemeinsam wieder eine Fernsehsendung gemacht zusammen. Ja, das kommt immer wieder mal vor und dann auch immer wieder mit großer Begeisterung. Die andere Frage war, wie ich mich fit halte. Ich genau. nehme das Leben so, wie das Leben ist und ja, mache meinen Frieden mit Dingen, die ich einfach nicht ändern kann. Und Sie haben ja jetzt einen Enkel, der wird Sie schon richtig fit halten. Ich hoffe mal, dass sie mich fit hält dann, ja, genau. Genau. Und die allererste Frage war, wenn Sie nochmal wiedergeboren werden würden, würden Sie alles genauso tun? Ich fürchte ja. Mhm. Ich bin einfach so ein nicht so ein Kopfmensch, sondern wirklich ich sehr impulsiv, alles aus dem Bauch heraus. Und wenn ich wieder so als wiedergeboren werden würde, wahrscheinlich würde ich alles ganz genauso wieder machen. Und ich bereue nichts. Ja. Super. Das ist super. Genau das wollen wir doch hören. Das ist wunderbar. Genau. Vielen, vielen Dank, Frau Döring. Liebe Grüße. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Danke. Sie haben auch mal gesagt, dass Sie eher jemand sind, der auch mal aneckt. Und dass es aber okay für Sie ist. Gibt es im Rückblick so Situationen, wo Sie sagen, okay, da bin ich angeeckt und ich hätte vielleicht anders gehen können, aber es ist genau gut so, dass es so gewesen ist? Ja, die gab es immer wieder. Die gab es auf der künstlerischen Seite, die gab es natürlich auch auf der politischen Seite. Wenn ich da einfach, ich kann mich erinnern an eine Situation, da ging es um Kinderbetten in der Kreisklinik sozusagen. Als Landtagsabgeordnete. Wo ich da sehr vorgeprescht bin und gesagt habe, okay, wenn man sich überlegt, wenn Eltern ein krankes Kind haben und erst mal eine Stunde fahren müssen, um die nächste Kinderklinik zu erreichen, kann das nicht im Sinne des Erfinders sein. Und auch gerade auf dem Land muss man ja schauen, dass die Leute alles das haben, was sie brauchen im Leben. Und dazu gehört natürlich auch ein funktionierendes Krankenhaus, ohne dass man immer nur auf die schwarzen Zahlen schaut. Und da bin ich halt mit dem Nachbarlandkreis ziemlich angeeckt, weil die unterstützten eine Kinderklinik, die eben, wie gesagt, von uns aus einer Stunde entfernt ist. Und die haben mir das sehr, sehr böse ausgelegt im Nachgang. Also da geht es dann wirklich wieder nur um diese wirtschaftlichen Faktoren, nicht letztendlich um das, was der Mensch vor Ort braucht. Aus der Parteipolitik und der Landespolitik haben Sie sich zurückgezogen, weil Sie sagen, mein Engagement soll weitergehen, aber ohne Parteistempel geht es einfach mehr um die Sache. Und es geht ja bei Ihnen weiter um die Sache. Denn auch jetzt im Ukraine-Krieg helfen Sie und haben neue Bewohnerinnen und Bewohner auf Ihrem Hof. Das finde ich toll. Ja, also wir haben uns auch entschlossen, Leute aufzunehmen aus der Ukraine. Und das ging dann auch eigentlich recht schnell. Ich habe dann beim örtlichen Landratsamt angerufen und habe gesagt, hey, wir hätten einen Wohnraum, den wir zur Verfügung stellen würden, unser Gäste-Apartment, vielleicht irgendwie gerne eine Mutter mit 2 Kindern, auch mit Haustier gerne willkommen, weil ich immer sage, ein Tier mehr oder weniger, da kommt es ja nicht drauf an. Geworden ist es letztendlich dann aber ein junges Pärchen, weil man kann sich das ja nicht aussuchen. Ist ja nicht wie im Tierheim, wir gehen jetzt mal hin und suchen uns einen Hund aus. Ja? Sondern da stehen eine ganze Menge Menschen und ich war wirklich erstaunt, wie viel Vorbehalte es trotz der Hilfsbereitschaft immer wieder gibt. Also dann darf es nicht mit Tier sein, dann dürfen da keine Männer dabei sein und dies darf nicht sein und das darf nicht sein. Und wir haben gesagt, das ist völlig egal, Hauptsache die kommen, die haben ein Zuhause und man versucht denen wieder so ein bisschen auf den Weg zu helfen. Und die 2, die sind im Prinzip so alt wie unsere Tochter und unser Schwiegersohn. Also von daher passt das auch ganz gut. Und wir versuchen mit vereinten Kräften, ihnen da zu helfen, wo sie alleine nicht weiterkommen. So wie viele andere Menschen das in unserem Land auch tun. Und an der Stelle möchte ich ganz einfach mal Dankeschön sagen an die vielen Freiwilligen, an die Ehrenamtlichen, die sich da engagieren. Ja. Weil ohne die würde das unsere Politik gar nicht stemmen können. Das fängt an von Unterricht,
der leider Gottes immer tagsüber nur angeboten wird und nicht abends. Und da sage ich auch immer, der Sprachunterricht, meine der Sprachunterricht speziell für die Ukrainer. Man kann nicht auf der einen Seite sagen, kommt her, ihr dürft auch sofort arbeiten und die bekommen sofort die Bescheinigung. Man erwartet irgendwo auch, dass sie sich auf eigene Füße stellen und arbeiten. Zeitgleich sollen sie Deutsch lernen, aber man bietet keine Kurse an, die jetzt am Abend wären, dass sie da wirklich diesen Spagat dann auch schaffen würden. Also da gibt es noch eine Menge zu kämpfen, da gibt es eine ganze Menge auch zu tun, auch von oben vielleicht hier und da mal zu regeln und zu helfen. Aber toll ist es natürlich, wie Sie gesagt haben, dass es so viele Menschen gibt, die helfen. Die helfen, das finde ich einfach großartig. Finde ich toll, kann ich den Hut vorziehen, möchte ich auch den Hut vorziehen und sage einfach nur danke für eine spannende halbe Stunde. Schon alles, vorbei. Alles Liebe auch mit dem nächsten neuen Baby, das dann Anfang Juli rauskommt und gerne einfach wiederkommen. Immer wieder. Ja, so wird's gemacht.